Grüße euch, Paraguay Live. Herzliche Grüße wieder aus dem sonnigen Paraguay. So, vielen Dank für eure Fragen. Heute ein wichtiges Thema. Und zwar, es geht um Kosten. Genau genommen um Hausbaukosten. Also wirklich ein spannendes Thema, also bleibt dran. So, danke nochmal für eure Fragen. Viele drehen sich natürlich um das Thema Kosten. Ist irgendwie selbstverständlich. Und da versuche ich euch in diesem Video im Prinzip es zu erklären bzw. die Kosten offen zu legen. Es geht um Eigenbau, also Eigenleistung, die Version mit dem Baumeister und die dritte Version mit dem Architekten. Okay, also über die drei Versionen sprechen wir ganz kurz und selbstverständlich auch über die Baupreise. Also bleibt dran. So, das Thema ist umso wichtiger, dass natürlich jeder von euch letztendlich die Endkosten wissen möchte. Fangen wir bei Eigenleistung. Als ich noch in Deutschland in der Immobilienbranche gearbeitet habe, war es ganz normal, dass man Eigenleistung im Prinzip getätigt hat. Ja? Also ich sage mal, verschiedene Gewerke wie die Maler, Tapezierarbeiten, Fliesen teilweise herausgenommen hat aus dem ganzen Paket, was bei deutschen Preisen oder grundsätzlich bei den europäischen Preisen irgendwie nachvollziehbar war. Und so sind einige Deutsche oder grundsätzlich einige Ausländer nach Paraguay kommend, machen genauso. Das heißt also, die sagen, nein, die Paraguayer, die bauen schlecht, schlechte Qualität, ich tue es selbst. Ja? Einmal umkrempeln und ran an die Arbeit. Vergehen natürlich Monate, wenn nicht Jahre teilweise. Und entweder schafft man oder schafft man nicht. Ich bin der Meinung, das lohnt sich kaum. Warum, sage ich euch gleich, wenn ich zum zweiten Punkt komme. So, also Eigenleistung, Eigenbau, einfach mal vergessen wir. Okay, kommen wir ja gleich zum zweiten Punkt und zwar zum Bauleiter. Genau. Also ich habe euch, glaube ich, in den früheren Videos auch mal oft darüber gesprochen, dass die Bauvariante mit einem Bauleiter doch eine bevorzugte Variante ist, falls ihr Geld sparen möchtet und keinen großen Wert ein eine Top-Luxus-Ausführung legt, aber ihr möchtet Geld sparen. Das ist eine sehr gute Variante. So, warum? Ganz einfach. Ihr beauftragt, ihr habt immer einen Ansprechpartner. Okay, das ist der Baumeister, also die ausführende Person. Das heißt, um es auf den Punkt zu kommen, ihr kauft ein Grundstück, das Grundstück, ich sage mal, nehmen wir jetzt die preiswerte Variante, 360 Quadratmeter, voll erschlossen, kostet euch um die 10.000 Euro. Ja? So, da kommt das preiswerte Haus dazu, also rechnen wir mit dem Baumeister ungefähr, wie gesagt, wir sind im Juli 2021, bitte nicht vergessen, 250 Euro pro Quadratmeter schlüsselfertig dazu.
Nehmen wir ein konkretes Beispiel, rechnen wir ein Haus von 100 Quadratmeter. Da kommt eine Summe von 25.000 Euro. Ein Haus schlüsselfertig. Das heißt mit allem drum und dran. Es geht um das Haus. Ja, rechnen nochmal das Grundstück dazu mit den 10.000. Da seid ihr bei 35. Es kommt noch dazu. Rechnen natürlich die ganzen Nebenkosten, ja, Notar, Gerichtskosten etc. Rechnen mal die Umzäunung, Gartenanlagen etc. Also ich denke, ganz locker sollte man mal schon mit knappen 50.000 Euro rechnen. Ja, das kann man natürlich auch für 40 machen, ja, wenn ihr natürlich Eigenleistung in Form von Zaunbau, ja, oder Gartenanlagen natürlich selbst in die Hand nimmt. Also, es lässt sich preiswert machen. Das ist die zweite Variante, die ich euch auf jeden Fall empfehle. Wir sind jetzt, nächste Woche werden wir das Haus fertigstellen. Es ist ein Haus, was eine Paraguayerin gekauft hat. Also wir bauen logischerweise auch mehrheitlich auch für die Paraguayer. Und da werden wir euch, beziehungsweise ich persönlich, auch das fertige, schlüsselfertige Haus präsentieren, ein kurzes Video drehen, damit ihr im Prinzip dieses ökonomische Haus sehen könnt. Also es ist wirklich eine Top-Variante, richtig massiv gebautes Haus. Es ist kaum zu glauben, aber es funktioniert. Das ist jetzt die Variante für diejenigen, die doch Geld sparen wollen und doch den ersten Schritt in die Auswanderung wagen wollen oder auch möchten. Okay, wir kommen zum dritten Punkt. So, der dritte Punkt ist, ihr beauftragt den Architekten. Logischerweise, sage ich logischerweise, arbeiten wir als Team auch mit paraguayischen Architekten, die wirklich Spitzenleistung bringen. Bei einer Architektenleistung, bei einem schlüsselfertigen Haus, müsst ihr ungefähr mit 600 Euro pro Quadratmeter schlüsselfertiges Haus rechnen. Ja? Also ich sage mal, ungefähr das Doppelte, was ihr ungefähr bei einem Baumeister rechnen solltet. Warum sage ich immer ungefähr? Ich werde euch auch nächste Woche ein Video machen von den Fliesen, ja, von Sanitäreinrichtungen, die hier in Paraguay erhältlich sind, natürlich von der etwas höheren Klasse. Warum ich das so sage, wenn ihr wirklich keine Probleme sucht beim Bauen, bei der Ausführung, ist immer noch die beste Lösung, einen vernünftigen Architekten zu beauftragen. In Deutschland geht ihr auch nicht zum Bäckermeister oder zum Metzger oder zum Friseur und lässt euer Haus durch die Fachkräfte ausführen, oder? Logisch. Also tut ihr das auch nicht in Paraguay. Setzt euch auf jeden Fall mit uns in Verbindung, ja, sei es per Telefon, WhatsApp oder per E-Mail, alle notwendigen Informationen, Kontaktinformationen habt ihr unterhalb des Videos, ja, in der Beschreibung. Also es lohnt sich, einen Klick zu machen, aufzumachen und da im Prinzip die Telefonnummer rauszusuchen bzw. die E-Mail-Adresse. So, jetzt kurze Zusammenfassung, voll in der Sonne wieder. Also vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Informationen etwas helfen. Also nochmal kurze Zusammenfassung, Eigenleistung oder Eigenbau eher nicht. Baumeisterausführung ungefähr 300 Euro pro Quadratmeter, je nach Ausführung. Und bei einem guten Architekten müsst ihr ungefähr 600 Euro pro Quadratmeter rechnen. Okay, also in diesem Sinne, ich bedanke mich. Falls ihr Fragen habt, natürlich auch gerne unten unter Hashtag Paraguay Live oder Paraguay Bauen dementsprechende Hashtags benutzen oder auch mich persönlich kontaktieren, gar kein Problem. Okay,
Ich wünsche euch alles Gute. Likes nach oben, teilt das Video. Für diejenigen, die es gerne wissen möchten, wie hoch die Kosten sind in Paraguay. Und sonst sehen wir uns gerne in dem nächsten Video. Hier links werde ich euch wie immer weitere empfehlenswerte Videos aus unserem Kanal empfehlen. Okay, mach's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.